Hallo zusammen, guten Morgen aus Drang in Südthailand. Es ist jetzt kurz vor 6 Uhr und der Grund, warum wir so früh aufgestanden sind, ist, weil wir die Delikatesse hier in der Stadt probieren wollen. Und das ist Muyang, also gegrilltes Schweinefleisch. Es ist ein ganz zeitaufwendiges Verfahren und so beliebt, dass es schon jeden Morgen nach ein paar Stunden überall komplett ausverkauft ist. Deswegen jetzt keine Zeit verschwenden und auf zum Morgenmarkt hier in Drang. Okay, ich glaube, wir haben Glück. Es ist jetzt kurz nach 6:30. Wir sind im Dalat Sot Tetsaban Drang, also der Morgenfrischmarkt von Drang. Und an diesem bestimmten Laden hier, er heißt Muyang Go Pao. Und die Schlange ist jetzt schon sehr lang, aber ich bin optimistisch, dass wir noch was abbekommen. Da steht auf jeden Fall schon in der Schlange. Und kurz zum Hintergrund zu dem, ja, zu der Speise. Also wie sie es machen ist, zuerst würzen sie das Schweinefleisch, also zuerst mit einer Art von Soja-Knoblauchsauce und dann kommen noch Salz, verschiedene Gewürze und noch ein bisschen Zucker dazu und dann lassen sie es 15 Stunden einziehen und erst dann wird es gegrillt und auch hier besonders in einem speziellen Ofen, der ja ringsrum abgeschlossen ist, wo die Hitze dann voll auf allen Seiten auf das Fleisch und auf die Schwarte trifft. Und ich denke, das machen sie am Vorabend, weil es braucht ja noch eine Zeit lang, bis es abkühlt. Und dann jeden Morgen wird es entweder hier an verschiedenen, ich glaube, es gibt 4 oder 5 verschiedene Orte hier im Morgenmarkt, wo es verkauft wird, oder auch an verschiedenen, ja, speziellen Läden überall hier in der Stadt von Drang verteilt. Okay, also ich war jetzt eben kurz draußen, habe ein paar Aufnahmen draußen vom Markt gemacht und als ich zurückgekommen bin, hat mir da gesagt, dass sie schon mal die Wartenden hier in der Schlange vorgewarnt haben, dass es wahrscheinlich, ja, dass gleich alles weg ist, weil einige Leute hier 10 Schachteln oder noch mehr in Massen bestellt haben. Und die gute Nachricht ist allerdings, dass ich jetzt auf der anderen Seite auch noch einen Shop gefunden habe. Da haben gar keine Leute gewartet. Mal schauen, ob sich's vom Geschmack unterscheidet, aber ich habe auf jeden Fall schon mal etwas bekommen. Oh ja, also wir haben Glück, wir bekommen jetzt doch noch was hier im beliebten Go Pao Muyang Laden.
mal. Zuerst das von GoPau. Oh. Und die Box ist ganz schön breit, groß. Oh ja, da ist so viel drin, das drückt schon fast ein bisschen raus. Wow. Schaut dir mal die Farbe an. Richtig schön bräunlich, knusprig, glänzend vor allem auch. Und hier, was auffallend ist, das sind zwei verschiedene Arten von Krusten wohl. Ja, hier ein bisschen heller und bei der sieht man auch richtig schön, wie die Gewürze vom Grillprozess richtig schön, ja, einfach glänzen. Sieht wunderbar aus. Und hier sieht man richtig schön die drei Bereiche vom Schweinefleisch da unten. Das Fleischige, dann das Fettige und ganz außen ziemlich dünn. Die Kruste und die ist auch schön hart. Oh ja. So ziemlich aromatisch. Man merkt gleich, dass da einiges an Gewürzen drin ist. Mmh. Wow. Mmh. Es ist recht süß. Mhm. Also die Kruste außen, das, was vorher schön geglänzt hat, da merkt man auf jeden Fall, ja, dass auch ein bisschen Zucker mit drin ist. Das schmeckt man raus. Sehr, sehr knusprig von der Kruste. Das Fleisch wunderschön zart, saftig richtig auch. Mhm. Von den Gewürzen bin ich mir jetzt eigentlich gar nicht mal so sicher, was da sonst noch drin ist. Leicht salzig ist auch. Mhm. Auf jeden Fall, das ist so eine Art von Schweinefleisch, gegrilltem Schweinefleisch habe ich eigentlich noch nie gegessen. Also man merkt, dass es auch ein bisschen in die chinesische Richtung geht und so viel ich weiß, kommt das Muyang Mengdrang auch von ursprünglich von China. Also die Einwanderer vor einigen Jahrzehnten, die haben das Gericht und die Kochweise, die Zubereitungsweise von China hierher mitgebracht. Und ja, das merkt man. Außen sehr dünn und der süßliche Aspekt auch salzig, aber Gewürze, man muss dann später da noch probieren. Das schmecke ich jetzt nicht raus, ob und was da sonst noch drin ist. Auf jeden Fall sehr lecker. Das Fett ist so zart und so fast schon putterig weich. Das zergeht auch fast auf der Zunge. Mhm. Wunderbar. Ja, und für mich, wie immer, das ist krebsfrei. Ja, wenn du hast gegrilltes Schweinefleisch oder Hähnchen oder andere Fleisch gegrilltes, ja, Sticky Rice, es ist perfekte Kombination. Okay. So, okay, zuerst Sticky Rice dazu und dann Schweinefleisch. Oh, das ist ein großes Stück. Oh. Bisschen Geruch von der Knoblauch, ich denke. Mhm. Wow. Sehr, sehr knuppig. Mhm. Sehr süß und dann salzig und genug von der Koriandersamen kommt. Mhm. Ja. Mhm. Und ein bisschen Apfel, ich denke. Mhm. Lecker. Jetzt schauen wir doch noch mal, wie das andere Muyang schmeckt. Und von der Verpackung ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen anders. Eingewickelt in einem, ja, großen Papier. Und das Fett kommt schon raus. Okay. Wow. Auch nicht schlecht. Das sieht jetzt zwar nicht unbedingt ganz so schön appetitlich angerichtet aus wie das andere, aber auch nicht schlecht. Und jetzt hier, da haben wir schon mal eine Kruste. Jetzt nicht ganz so braun wie die andere, aber auch
schön hart und das ist schon überall eigentlich abgefallen. Deswegen nehme ich mir jetzt das passende Stück dazu. Auch hier mit Fleisch, bisschen Fett und dann ja die Kruste obendrauf. Oh. Ja. Also das ist ein bisschen, nicht nur ein bisschen, das ist deutlich süßer. Und nicht nur oben von der Kruste, auch das Fleisch innen ein bisschen. Schmeckt man die Süße mehr raus. Also das ist jetzt nicht unbedingt so meins. Habe jetzt nicht so viel gegen Zucker per se. Ich denke, der Hauptgrund, warum die Schlange bei dem Gopao viel länger ist, hängt wahrscheinlich auch mit der Süße zusammen. Mehr Koriander, Samen, mehr natürliche Gewürze, wie es da eben angesprochen hat. Aber ja, nicht schlecht. Aber das hier ist, glaube ich, besser. Und neben dem Klebreis haben sie auch in dem anderen Laden das hier noch gehabt. Das heißt Bajang. Und sie meinte, dass es auch gut zum Mooyang schmeckt. Und wollen wir mal schauen, was es genau ist. Okay, einfach das wegmachen und dann das Blatt auf. Okay, es sind mehrere Schichten und da kommt schon, oh ja, hier, das ist Klebreis. Und, also sie hat zu mir gesagt, Klebreis mit Eiennen drin, aber wie man sieht, sind auch noch einige Gewürze drin und das haftet so fest dran. Okay, sehr klebrig. Ja, auf der Seite sieht man, was da drin ist. Also das müsste, warte mal, das wirklich sieht aus wie, ja, Kastanie. Und da bin ich mir nicht sicher, ist das das Ei? Werden wir jetzt gleich rausfinden. Okay, erstmal das Bambusblatt weg. Ja, obwohl, einfach mal ein Stück hier abtrennen. Okay. Oh ja, sehr, sehr klebrig. Mhm. Ja. Oh, das kommt scharf jetzt raus. Hinten nach. Mhm. Also das ist zum Glück gar nicht süß. Das wäre sonst wirklich zu viel. Und einfach auch aromatisch. Es sind noch verschiedene andere Gewürze drin, denke ich. Salziger ein bisschen. Und Kastanie hat auch schön Biss. Aber dann dazu mit dem gegrillten Schweinefleisch, das auch schön saftig ist. Guter Kontrast, denke ich mal. Mm. Ja, das war's cool. Jetzt mal schauen, bei dem sieht wirklich nach Eigelb aus. Mm. Oh ja, das ist das typische Thai Kem, also das gesalzene Ei von Südthailand. Gut. Also insgesamt, ich würde sagen, das ist schon auch gut von dem anderen Laden, aber wirklich kein Vergleich zu dem. Es lohnt sich wirklich, früh aufzustehen. Am besten schon deutlich vor 7 Uhr am Morgenmarkt von Trang ankommen und dann wird es auch was mit dem wirklich einmaligen gegrillten Schweinefleisch. Das war's für heute aus Trang. Bitte nicht vergessen, einen Daumen nach oben da zu lassen. Wenn dir das Video gefallen hat, noch abonnieren für viele neue spannende Food-Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video.